Danke, schön, dass du da bist. Ganz tolles Thema. Ist für dich eigentlich so die erste Veranstaltung nach Corona oder hast du dich schon dran gewöhnt wieder an Menschen? Ja, ist für mich die erste Veranstaltung, die jetzt auch so stattfindet, wo ich präsent bin oder wo wir halt auch nach außen gehen im Verhältnis. Also es gibt ja wenige vergleichbare Veranstaltungen, wo wir... Wir haben ein ganz tolles Thema jetzt, deswegen schön, dass du da bist. Das schließt ja so ein bisschen an das, was wir eben gehört haben. Empowerment für die einen, Blindflug für die anderen. Wie können drei Generationen digital zusammenarbeiten? Bevor ich dir die erste Frage stelle, sag doch noch mal zwei, drei Sätze zu dir und zu deinem Unternehmen. Ja, ich bin praktisch die dritte Generation. Mein Opa Willi hat die Tischlerei 1946 gegründet. Also noch analog? Genau, ja. Ganz analog, wie man es kennt, sozusagen mit einem Auszubildenden, also mit Mofa und einer Garage. Ja. Wir haben jetzt aber 25 Mitarbeiter und ich bin Geschäftsführer der Tischlerei jetzt auch gute 15 Jahre schon. Relativ jung, mit 38, habe zwei Kinder. Mhm. Ja, und hoffe, dass ich die Tischlerei zum 100-Jährigen führen kann. Das ist zumindest das. Das wäre dann in 24 Jahren? Ja, genau. In 24 Jahren wäre es soweit. Mhm. Dann drücken wir mal die Daumen, dass das klappt. Wir schauen doch einfach mal jetzt in den Betrieb von dir rein. Das ist ja, wie können drei Generationen digital zusammenarbeiten? Wie sieht das bei euch aus? Wie verbindest du da Tradition und Innovation? Ja, also es ist ja so, dass man in jedem Alterssegment erstmal Mitarbeiter hat, das ist klar. Ne? Also von den 24, die ihr habt, ne? Ja. Genau, von sozusagen dem jungen Auszubildenden im ersten Lehrjahr bis zu einem, der 45 Jahre Berufserfahrung hat, also der bei uns gelernt hat und jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr in Rente gehen wird, ist sozusagen erstmal alles an Bandbreite da. Das heißt, der Technikaffine bis hin zu dem, der sozusagen auch dem Handy, kann ich hier ein bisschen was machen und der noch ein bisschen Unterstützung braucht, der einfach ein bisschen an die Hand genommen werden muss. Aber hast du die siehst du ein bisschen gewehrt, gab es die auch, die so gesagt haben, nee, will ich gar nichts mit zu tun haben? Wie bist du dann damit umgegangen? Wie hast du die dann doch gelockt? Oder bist du da nicht mit der Dampfwalze drüber gegangen? Wie sensibel warst du da? Also meine ersten Erfahrungen war die Dampfwalze, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte, dass es so und so ist. Ist nicht so gut angekommen. Ja? Also ist hier und da vielleicht bei dem ersten habe ich oder ein paar habe ich gekriegt, aber die anderen sind. Aber habt ihr euch von ein paar Mitarbeitern getrennt, deswegen nee? Nein. Deshalb haben wir sozusagen keine Mitarbeitertrennung vorgenommen, weil es natürlich auch die Basis ist. Ja. Wenn jemand. Das heutzutage geht eigentlich nicht. Heutzutage geht das nicht, nein. Also ich habe immer so meine digitalen Leiter, also die sozusagen digital affin sind. Die sollen die anderen anstecken. Genau, die sollen, also erst stecke ich sie an, dann stecken sie wiederum die Mitarbeiter an, die dann wiederum da sind und es ist eigentlich wichtig, alle in ein Boot zu kriegen. Ja, so. Wo betrifft es die Mitarbeiter denn bei dir am meisten? In welchen Bereichen hat die Digitalisierung bei euch am meisten Einzug gehalten? Ja, also wir haben eigentlich mit unterschiedlichen Schritten angefangen. Also Digitalisierung ist ja nie am Ende, wenn man es so nimmt. Und man fängt immer mit einem Schritt an und folgt dann mit dem nächsten Schritt dann weiter. Wir haben mit der digitalen Zeiterfassung angefangen. Wahrscheinlich auch der schwierigste Schritt jetzt erstmal für den Mitarbeiter persönlich. Das klingt zwar banal, aber das ist ja gar nicht so, sagen viele Unternehmen, das ist gar nicht so ohne mit der digitalen Zeiterfassung. Ne? Habt ihr auch eure Probleme mit genau. gehabt? Das, da ist häufig das Problem der Kontrolle, also dass man sich selber kontrolliert fühlt. Oder dass man aus Versehen mal eine Stunde mehr oder weniger. Du sagst jetzt hier, gibst mir die Vorgabe so und so und was soll ich jetzt damit anfangen? Und na, also die Hemmschwellen an dieser Stelle nehmen und in diese Probleme aktiv einsteigen, das ist vor allen Dingen das Wichtige. Danke, vielen Dank, Heiko, für eine Cola zwischendurch. Magst du einen Schluck trinken, Eike? Dann nutzen wir die Sekunde zusammen. Prost. Lass uns doch noch mal ein bisschen darüber sprechen, über die Unterschiede zur Haltung. Du hast ja eben schon angedeutet, gibt es die einen, die springen gerade gerne mit auf den Zug, die anderen sind noch ein bisschen skeptisch. Aber
Mittlerweile ist es so, dass grundsätzlich sich der Wille durchgesetzt hat, dass wir sagen, ja, wir nutzen jetzt, das ist jetzt bei uns im Betrieb selbstverständlich, die digitalen Werkzeuge zu nutzen. Oder musst du mit jedem neuen Tool wieder sozusagen deine Mauer durchbrechen? Also ich fand die größte Mauer, die Zeiterfassung, habe ich durchbrochen. Das war tatsächlich das Ding, ja. Dadurch sind die anderen, leichteren Schritte eher einfacher. Also wenn man eine große Hürde geschafft hat, heißt es nicht, dass man eine gleiche Hürde wieder hat. Es kann natürlich immer wieder sein, dass irgendwie eine Hürde kommt. Letztendlich ist ja jeder Schritt, den man bei der Digitalisierung schaut, wo ist die Hürde, ne? Wo ist das Problem von dem Mitarbeiter? Wie weit ist seine Hemmschwelle, etwas nicht zu tun? Und was wären die Argumente, die dafür sprechen, es zu tun? Weil es gibt ja immer ein Vor und Wider. Und wenn sein Negativ sozusagen so hoch ist, dass das Positive gar nicht aufwiegen kann, dann habe ich erstmal was verkehrt gemacht. Ne? Also ich muss ihn davon zu überzeugen, dass natürlich das Positive möglichst weit oben schwimmt. Also du hast dir großes Domino vorne hingestellt, die Zeiterfassung, und die ist irgendwann umgekippt und hat dann viel weitere angestoßen. Was ist mittlerweile bei euch alles digital? Also wir haben die digitale Zeiterfassung, wir haben eine mobile Zeiterfassung, also wir haben ja auch Monteure, die unterwegs sind. Wir können auf Dokumente natürlich von außen zugreifen. Wir haben andere Tools sozusagen in einer Plattform, wo wir halt auf Bauvorhaben zugreifen können. Wir haben Maschinenanbindung. Ihr seid schon ein gutes Stück des Digitalisierungsweges gegangen. Und trotzdem gibt es hier und da mal wieder wahrscheinlich Reibungspunkte. Genau deswegen, wie gehst du dann als Chef damit um? Beziehungsweise, es liegt nicht nur am Alter, dass der Alte automatisch dagegen ist oder der Junge. Ist es so? Nee. Nein. Also es gibt natürlich, jeder Mensch ist unterschiedlich. Also egal, ob ich jetzt einen Jungen habe oder einen Älteren, ohne das Alter jetzt zu bewerten. Jeder geht damit unterschiedlich um. Und das Alter hat nicht unbedingt digitale Rückschlüsse, ob ich digital affin bin oder ob ich digital abgeneigt bin. Also das habe ich auch ganz klar festgestellt. Natürlich sind die jetzt so von 20 bis 40 sind, Eigentlich die digitalisierenden Leiter. Ist es denn so, ja? Oder nicht? Ja, also doch. Die jüngere Generation ist ja sozusagen mit dem Smartphone schon aufgewachsen. Sowieso. Die wissen kennen's gar nicht sozusagen, ja. Die kennen die Wischtaktik. Die kennen es gar nicht mehr analog, ja. Ja, das ist einfach so und Gehört das denn mittlerweile für dich als Chef zur Kernkompetenz, um diese Unterschiede noch auszugleichen? Oder musst du dich damit gar nicht mehr so sehr beschäftigen? Ist das so? Also ich finde gar nicht, dass es unterschiedlich ist. Natürlich bringt jeder unterschiedlich was mit. Also Mitarbeiter bringen ja sowieso unterschiedliche Fähigkeiten mit. Entweder ist man gegenüber dem Kunden sozusagen empathisch, also kann gut kommunizieren, oder man ist technisch sehr stark und ja, wir versuchen die Mitarbeiter soweit in eine Spur zu kriegen, dass wir das Technikaffine und sozusagen das Technische in einem Klang bringen, ist vielleicht so eine idealistische Vorstellung, aber Schritt für Schritt, das ist vor allen Dingen das Wichtige. Immer einen Schritt erst einführen, sozusagen jemanden mitnehmen, der da technikaffin ist, und dann kriegt man auch zwei und drei gut gelöst. Und jetzt hast du eben die jungen Leute schon angesprochen, die ganz jungen, die kommen, die gehen da so selbstverständlich mit ran und da haben natürlich dementsprechend auch Erwartungen, wenn sie sich jetzt für einen Ausbildungsberuf entscheiden. Wie gehst du denn mit diesen Erwartungen um die auch denen gerecht zu werden? Oder kommt dir das eigentlich total entgegen? Ja, also sie haben ja gewisse Erwartungen, die hoffe ich, dass wir sie erfüllen. Also vor allen Dingen das Technische. Aber ich versuche natürlich auch jeden an der Stelle mitzunehmen, jeden soweit zu leiten. Natürlich bin ich auch Ausbilder an der Stelle. Und sie soweit fit für den Arbeitsmarkt zu machen. Aber eigentlich bilde ich ja aus, um Fachkräfte für übermorgen zu haben. Für dich im Idealfall? Genau, für mich im Idealfall. Und versuche sie da sozusagen auf das, was da kommt, vorzubereiten. Hast du denn bei euch im Unternehmen eigentlich mit der Digitalisierung angefangen oder hast du das schon übernommen, so ein bisschen? Ich habe mit der Digitalisierung angefangen. Du warst das dann, genau.
Ja, mein Vater ist 76 jetzt. Ja. Das wird schwierig. Also ich nehme ihn auch mit, ja. Also der guckt sich das aber nur noch von außen an. Genau, ja. Der ist sozusagen Betrachter aus zweiten Blick, ja. So von hinten oder kommt von vorne. Kommt der manchmal rein und sagt, früher war alles besser oder findet er das schon cool mittlerweile? Ja, ich denke, er findet das schon ganz spannend. Also er ist auch technisch sehr aufgeschlossen, ja. Aber kann das natürlich... Die Umsetzung ist dann schwierig oder das Verständnis, weil einfach auch das ein bisschen fehlt. Aber er ist schon zufrieden, so wie das läuft und klopft mir auf die Schulter und ist so ein bisschen das Rückgrat, wenn ich mal... Was? Ich weiß. Die Frage stelle ich dir gleich. Ich will erstmal eine andere, ich lasse mich gleich stellen. Hast du denn damals auch erkannt, dass es sein muss, aufgrund von... du hast erkannt, dass wir in die Digitalisierung einsteigen müssen, weil es lag ja nicht daran, dass du zu wenig Aufträge habt. Da hättest du ja sagen können, es läuft ja sowieso, warum soll ich mich da beschäftigen? Es hat ja bestimmt einen Grund gehabt, warum du sagst, wir müssen den Weg jetzt gehen. Ja, wir haben eigentlich ein neues Geschäftsfeld erschlossen. Wir fertigen Brandschutzfenster, Brandschutztüren. Das heißt letztendlich für den Gewerbekunden. Wir fertigen nicht nur, wir montieren auch. Natürlich montieren wir nicht deutschlandweit, sondern wir verschicken deutschlandweit. Und da ist natürlich das Internet, kommt einem zur Hilfe und somit ist auch die Digitalisierung an dieser Stelle ja, notwendig, um sozusagen das auch gleichzeitig aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig aber auch in der Fertigung eine Sicherheit zu haben, zu sagen, wir liefern in 6 Wochen Ihnen ein Brandschutzfenster. Mhm. Weil womit... Mit Erfahrungswerten sozusagen kann man da nicht dienen. Ja, sagen, der Kunde verlangt das auch, genau diese exakten Zeitangaben. Ja, der Kunde will wissen, wann das Fenster bei ihm auf dem Hof steht oder die Tür. Und das ist einfach notwendig. Also das ist eine Grundvoraussetzung, um sozusagen wieder einen Auftrag zu positionieren. Jetzt hast du ja eben gesagt, du hast diejenigen im Unternehmen, die dann schon die anderen anstecken mit ihrer Affinität und Begeisterung für die neuen Tools. Aber trotzdem braucht es denn mal von Zeit zu Zeit Weiterbildungsmaßnahmen, wo du deine Mitarbeiter dann hinschickst. Wie sieht denn das bei euch aus? Ja, wir haben, wie soll ich sagen, ich versuche sozusagen die Punkte zu sehen und immer darauf hinzuschauen, was ist sozusagen deren Stärke. Natürlich aber auch, was ist deren Schwäche. Und das gleichzeitig in einen Einklang zu bringen und zu sagen, ich sehe dich in Zukunft da und dazu brauchst du aber folgende Fähigkeit oder Wissen oder anderes technisches Verständnis. Das ist natürlich das Wichtige, dass man als Führungskraft eigentlich das sieht, ne? Wo sehe ich dich in Zukunft und willst du das überhaupt? Und dann gleichzeitig darauf immer wieder zu schließen, was ist da notwendig? Kommen die auch mal auf dich zu, dann die Mitarbeiter, und sagen, ey, eigentlich bräuchten wir dazu mal, wollen wir mal so eine gemeinsame Weiterbildung haben oder gab es den Fall schon? Also Mitarbeiter kommen zum Beispiel auf mir zu, ich habe keinen Bock mehr auf Montage, ich möchte jetzt in die Werkstatt. Ja. So menschliche Wünsche. Ich möchte jetzt einfach in dem Bereich nicht mehr weiter. Ja. Ich komme da auch gar nicht mehr weiter, weil ich alles schon kenne, so gefühlt. Mhm. Da ist es einfach nochmal, ich möchte was Neues kennenlernen. Ich möchte dich gerne behalten. Und wie können wir da einen gemeinsamen Weg finden? Und das ist ja das Wichtige, dass man in Kommunikation bleibt und dass man einfach schaut, wo sind vielleicht auch seine Stärken und wo sehe ich dich? Das in Einklang zu bringen. Und du sagst, Kommunikation und so ein bisschen Einfühlungsvermögen ist wichtig. Kannst du nochmal auf diesen einen Härtefall zu sprechen kommen, den du vorhin angesprochen hast? Dieser einen Mitarbeiter, der sich da so geweigert hat, jetzt den neuen Weg mitzugehen. Wie bist du da rangegangen nochmal konkret? Wie hast du den gefördert oder dahin getriezt, dass er dann doch mitmacht? Ja, ich versuche immer erstmal einen kleinen Kreis zu bilden, ne, die ich sozusagen sehe. Das sind erstmal sozusagen die Arbeitsvorbereiter, die Meister, die sozusagen Bauleitertätigkeiten haben. Die sozusagen versuche ich zu infizieren, um dann wiederum weiter zu infizieren. Und das ist ja vor allen Dingen das Wichtige, dass man einen kleinen Kernbereich hat. Das ist vielleicht auch jemand, der aus der Werkstatt kommt, aber auch jemand, der vielleicht gar nicht dieser Technikaffine ist,
Aber den versuche ich manchmal auch zu holen und zu sagen, wir haben hier mal ein paar Fragen an dich. Ihm sozusagen Kompetenz zu weisen. Ganz raffiniert, und dann sozusagen das zu dann, holen. Ja. Ich habe mal eine Frage an dich. Wie siehst du das? Ja. Das sind und zwar ja auch nicht du als nicht IT-Experte, sondern ja, aber nicht so plakativ, sondern genau, ja. Jemanden ja doof zu stellen, ja, genau. Ist ja in dieser Situation das Verkehrte, sondern halt, ich gebe dir die Kompetenz, ich habe mal ein paar Fragen an dich. So ganz auf normaler Ebene sozusagen im Gespräch. Wir haben da mal eine Frage. So ohne Bewertung der Situation, um einfach mal ein bisschen Feedback zu bekommen. Und das ist ja gerade das Wichtige. Auch mal den mal mitzunehmen und zu sagen, wir wollen mal deinen Punkt dieser Situation sehen. Und dann, wenn man vielleicht an der Situation nicht unbedingt, dann hat man ja auch sein Für und Wider, wie man so schön sagt. Und dann schafft man es vielleicht in dieser Situation ein bisschen mehr aufzurühren. Oder was stellst du dir vor? Wie könnte das in 5 Jahren sein? Die Welt wird digitaler. Und dann halt ein Konstrukt zu spielen, wo er vielleicht auf den Gedanken kommt, ja, das ist, das ist vielleicht doch der richtige Weg. Also ganz viel Fingerspitzengefühl ist angebracht. Ja. Wenn du den Mitarbeiter nicht verlieren willst und die auch weiter motivieren, vor allem weiter motivieren, darum geht es ja. Man hat ja praktisch veranlagte Menschen. Also es ist digital ist ja auch was Praktisches. Eigentlich, ja. Also es hilft dir auf dem praktischen Weg und darum geht's. Das soll ja unterstützen. Du als Mensch bist ja nicht irgendwie schlecht oder du musst ja halt nur wissen und an dieser Stelle gefördert werden, damit das funktioniert. Du hast ja eben schon so ein paar Gründe genannt, warum du das damals angefangen hast mit der Digitalisierung, mit der digitalen Zeiterfassung und alles, was danach kam. Und jetzt die Frage, hast du selber auch, also nicht nur für dein Unternehmen, sondern du selber auch Vorteile, im Privatleben, bist ja auch Familienvater und konntest du dir dadurch ein bisschen Zeit freischaufeln, die du dann für die Family nutzt oder hast du dadurch nicht weniger Arbeit trotz der Digitalisierung? Oder hast du sogar mehr Arbeit, weil noch effizienter und dadurch noch mehr Aufträge dann doch oder wie auch immer? Ich denke, dass ich einfach auch selber digitaler werden möchte. Also das ist ja auch mein Ziel und somit kann ich von zu Hause arbeiten. Es ist egal, ob ich zu Hause arbeite oder in einer Firma. Und das ist ja schon mal das Wichtige. Ich kann für meine Kinder da sein, wenn es notwendig ist, wenn sie wirklich krank sind. Kann ich auch sagen, ich arbeite einen Tag vor zu Hause. Also du bist durchaus auch flexibler, das merkst du schon. Genau. Also diese Ortsunabhängigkeit, die hilft mir persönlich. Und dann kann man auch mal später arbeiten. Also ich versuche auch meine Arbeitszeit sozusagen der Familie an dieser Stelle ein bisschen unterzuordnen. Natürlich als Chef auch unheimlicher Spagat. Meine Kinder sind 2 und 4, da ist sozusagen Kita-Alltag auch da und versuche das zu handeln. Meine Frau arbeitet auch, also da ist... Arbeitet ihr auch mit einem Unternehmen bei euch? Nein. Macht was anderes? Nein. Jetzt ist... Bleiben wir nochmal bei dem flexiblen Arbeiten, ortsunabhängig und schauen nochmal auf Corona zurück. Warst du da froh, dass ihr viel schon digitalisiert hattet? Hat euch das geholfen? Oder hast du da sogar nochmal ein bisschen weiter gepusht in die Sachen Digitalisierung? Also ich habe versucht sogar noch ein bisschen zu pushen in die Digitalisierung. Also wir haben jetzt, wir werden wohl ab September einen Webkonfigurator für unsere Brandschutzfenster auf den Markt bringen. Wir haben sehr viel investiert in die Internetseite. An Zeit, an Gedanken, was möchte der Kunde, was sieht er? Am Anfang oder mittendrin in Corona, wo du gesagt hast, eigentlich ist das ja jetzt noch mehr unser Aushängeschild, weil wir weniger Kundenkontakt haben, also gehen mehr auf die Website oder was? Genau, das war eigentlich so, was, wenn ich oder wenn wir als Firmenrepräsentanten nicht der erste Blick vom Kunden sind, dann ist es ja wohl die Internetseite. Ja. Also da sind wir ja 365 Tage, 24 Stunden präsent und das in schwierigen Zeiten muss man möglichst vorbauen. Genau. Ja. Dann, wenn es wieder losgehen kann, dann halt auch gut gerüstet sein und das da haben wir sehr viel Zeit auch reingesteckt. Auch mit Fördermitteln haben wir das genutzt, was es da gab. Jetzt bist du ja mit deinem Unternehmen auch Mitglied bei den sogenannten Betriebsjunioren Bergedorf.
Was macht denn diese, ist es eine Arbeitsgemeinschaft, ne, mehr oder weniger? Das ist eine Arbeitsgemeinschaft, ja. Wir haben uns als, also es sind erstmal jetzt gerade 15 Betriebe und unterschiedlicher Gewerke dabei. Die Betriebsjunioren haben sich ein Projekt ins Leben gerufen, das nennt sich Bergedorfer Praktikumsrondell. Praktikumsrondell? Praktikumsrondell, ja. Wir haben extra einen Namen gewählt, der sozusagen dem Kind einen Namen nennt. Das bedeutet letztendlich der Bewerber, Praktikant. Es kann ja ein Studierender sein, der vielleicht eine Neuorientierung braucht. Mhm. Es kann ein Schüler sein, der in der 8., 9., 10. Mhm. Klasse ist. Haben wir uns als das Praktikumsrondell, versuche ich mal zu erläutern, das Praktikumsrondell bietet dem Schüler, Studenten die Möglichkeit, innerhalb der 3 Wochen Praktikum 5 Berufe kennenzulernen. Heißt letztendlich auch, er hat 5 unterschiedliche Gewerke, natürlich auch 5 unterschiedliche Betriebe, aber ich hoffe, dass er am Ende weiß, was er will und was er nicht will. Mhm. Vielleicht weiß er auch, dass er 5 Berufe nicht machen will. Also oder alle 5. Oder alle 5, aber da gibt es bestimmt auch Favoriten dabei. Und dadurch versuchen wir, unsere Fachkräfte von morgen eigentlich ganz gut zu sichern. Ja. Und innerhalb der Thematik versuchen wir nicht ein 3 Wochen langweiliges Praktikum zu bieten, sondern halt 3 spannende Tage. Das sind aber alle Betriebe, die da mitmachen, sind so aus dem, also nicht nur Handwerksbereich, auch, was ist da noch so dabei? Also zurzeit sind es rein Bergbauhandwerker. Mhm. Also es ist ein Glaser dabei, ein Gerüstbauer, Maler, Zimmermann. Also es sind sozusagen sexy Berufe und nicht so sexy Berufe, wie man so schön sagt. Also Berufe, die sehr begehrt sind. Ich weiß, Tischler ist sehr begehrt und es sind andere Berufe dabei, wie Gerüstbauer oder Gebäudereiniger, die nicht so... Noch Potenzial im Image haben. Genau. Yeah. Und das versuchen wir so ein bisschen wegzukriegen. Gebäudereiniger ist ja auch immer die Frage. Es gibt ja auch die, die sozusagen das Gebäude von außen reinigen. Mhm. Da gibt es ja Industriekletterer. Also da gibt es ja Potenzial, die aber die meisten Leute überhaupt gar nicht kennen. Seit wann gibt es denn dieses Praktikumsrondell und die Frage, wie wird das angenommen von den Jugendlichen? Wie viele können sich da bewerben? Also tendenziell können sich ja 15 bewerben. Weil und innerhalb der 3 Wochen können sich 15 bewerben. Immer einer an einem, ja. Wir haben natürlich 52 Wochen. Das ist natürlich immens viel, jetzt erstmal. Ach so, ihr macht das ganze Jahr, das geht das ganze Jahr durch. Genau, es geht das ganze Jahr durch. Es gibt da nicht irgendwie hier, eigentlich gibt es nur sozusagen Weihnachten nicht, Ostern nicht. Mhm. Also die normalen Thematiken gibt es da nicht, aber ansonsten geht es das ganze Jahr durch. Das Einfache ist vielleicht auch für den Bewerber, er bewirbt sich bei einem Betrieb oder auf unserer Internetseite und ein Betrieb organisiert sein Praktikum. Ja, und da geht's er dann sagt los. Nur, was er, welche Betriebe bzw. welche Berufe er möchte und dann ist für ihn eigentlich sozusagen ein Klick für 5 Bewerbungen. Mhm. Spannend. Hemmschwelle niedrig setzen. Das und wird gut angenommen? Das wird sehr gut angenommen. Es ist natürlich jetzt auch ein regional geprägtes... Aber das wäre die Frage, genau, ist regional geprägt, aber weil es ja so ein Modell ist ja in Deutschland, meiner Meinung nach, weil ich was einzigartig. Richtig, genau. Deswegen, aber wir haben es aus unserer Gruppe so entschieden, es ist sozusagen für die Gemeinheit gedacht. Also wir haben sowohl den Namen so gewählt mit den Betriebsjunioren, um sozusagen junge Leute auf jung anzusprechen. Im gleichzeitigen Zuge haben wir es offen gedacht. Also es wäre in ganz Deutschland möglich, es zu machen. Was ist denn deine Erfahrung oder die Erfahrung der anderen Betriebe? Sind die, was die Technikbegeisterung oder digitale Affinität angeht, der Bewerber? Ja, also wir haben den Schritt ja gemeinsam entwickelt. Also somit ist es sozusagen ein gemeinsam gewachsenes Projekt, was wir ins Leben gerufen haben. Jeder hat natürlich in seinem Unternehmen selber einen unterschiedlichen Digitalisierungsfortschritt oder im negativen Sinne sozusagen einen Rückschritt. So eine Situation. Und daher ist es schwierig, da sozusagen alle über einen Kamm zu scheren, weil ja die Arbeiten auch ganz unterschiedlich sind, vom Dach bis Gebäude, Reinigung über Glas, Maurer. Von daher, Das passiert mir auch alle 2 Stunden. Also letztendlich
versucht da jeder sozusagen seinen Schritt zu machen. Wir haben uns auf ein gewisses Level geeinigt. Also wir haben eine eigene Internetseite, betriebsjunioren.de, auch relativ einfach gehalten, nicht viel Schnörkel, um dort ordentlich viel Hemmschwelle zu lösen. Alk, jetzt ist unser Thema ja Empowerment für die einen, Blindflug für die anderen. Wie können drei Generationen digital zusammenarbeiten? Deswegen jetzt zum Schluss meine Bitte nochmal so für eine kleine Handlungsempfehlung nach außen. Betrieb wie deiner, mehrere Generationen arbeiten zusammen, übergeben dann den Betrieb, junge Mitarbeiter, alte Mitarbeiter. Was rätst du jetzt anderen Unternehmen, die eine ähnliche Situation haben, beim Thema Digitalisierung vorantreiben, da nach vorne zu gehen, ohne die Jungen eben auszubremsen und die Alten zu überfordern? Das ist ja so der Spagat, den du erfolgreich hingelegt hast. Also ich denke, dass es das Wichtige ist, Grundbasis ist die Kommunikation, klar zu kommunizieren, was sozusagen das Ziel ist. Ist ja nicht unbedingt, ist auch der Weg das Ziel, aber manchmal kann der Weg ja auch rechts oder links abbiegen. Und sich sozusagen ein Projekt begeisterte Gruppe suchen, die vielleicht auch jemanden hat, der vorweg prescht und jemand, der von hinten mitgenommen werden muss. Und manchmal ist es das Richtige, wenn man Skepsis hat, nochmal den von der hinten digital ist, mitzunehmen, und manchmal ist es wichtig, den vorne mitzunehmen. Was ich spannend fand, der Ansatz, dass man jemanden, wo man merkt, der hat gar nicht so viel Ahnung oder gar nicht, den mal eine gewisse Kompetenz zu unterstellen in Sachen Digitalisierung. Das fand ich spannend und es war ja bei dir erfolgreich. Ja. Also Digitalisierung ist ja nie zu Ende, von daher ist es, ja. Eine Frage vielleicht noch zum Schluss, wir haben noch 2 Minuten Zeit. Eike, wenn du das nicht den Weg gegangen wärst, der Digitalisierung, hättest dich Traditionsbetrieb, das bleibt auch so, wärst du irgendwann existenzgefährdend gewesen, wenn wir das mal weiterspinnen? Wäre vielleicht möglich gewesen, ja. Ja. Und glaubst du auch, dass es viele andere noch in schwieriges Wasser kommen, wenn die jetzt einfach nicht auf den Zug aufspringen und mal diesen unangenehmen Weg auch teilweise mal und die Diskussion mit den Mitarbeitern dann suchen, es muss sein? Also die Schwelle wird immer höher. Je länger man wartet, meinst du, desto größer wird das? Finde ich schon, dass es umso höher wird. Natürlich ist die Akzeptanz natürlich bei diesen Schritten auch irgendwann, wenn die Technik soweit ist, dass es sozusagen selbstverständlich wird, dann ist die Hemmschwelle natürlich auch relativ gering. Aber so weit muss es erstmal kommen. Ne? Jetzt könntest du dir vorstellen, irgendwie die Mitarbeiter bald im Büro zu lassen und so eine Brille aufzusetzen und die dann quasi per Fernsteuerung irgendeinem anderen Kollegen, dass du dirigieren vor Ort. Wärst du dafür offen für so Möglichkeiten? Oder? So weit bin ich noch nicht. So weit, aber kannst du dir vorstellen, dass es irgendwann kommt oder dass deine Mitarbeiter beim Exoskelett rumlaufen auf der Baustelle? Soweit bin ich auch noch nicht. Also für mich selber ist es ja auch immer ein Prozess. Okay. Man hat so seine nächsten Schritte, seine nächsten Sachen im Kopf. Ich habe so 10 weitere Punkte, die ich mir immer vornehme. Und wenn der erste Haken bei ist, füge ich die nächsten an und dann setze ich eine Prioritätenliste und dann schaue ich, was sozusagen als nächstes der Schritt ist. Und so gehe ich halt immer weiter vor. Wenn das vielleicht der letzte Schritt sein sollte in der Kette, dann ist es so. Aber wie gesagt, Schritt für Schritt und schauen, was der nächste ist. Okay, da sind wir erstmal durch an der Stelle. Vielen lieben Dank für deinen Einblick in dein Unternehmen und das mit dem Praktikums, Ronald, für eine sensationelle Idee.